Hallo, wir lesen heute zur Andacht, schon fast wieder am Ende der Woche, aus Matthäus 23, Vers 11. Da sagt Jesus, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nun, wenn wir in die Welt hinausschauen, da muss man sagen, in dieser Welt gilt vor allen Dingen eine Frage, wer ist denn der Größte? Wer ist der Schönste? Wer ist der Schnellste? Es gibt überall Wettbewerbe. Den Menschen geht es irgendwie darum zu beweisen, zu zeigen, wir sind die größte Nation, wir sind die stärkste Nation beim Fußball, beim ja generell beim Sport, Olympische Spiele, wo auch immer. Und man fiebert mit, man freut sich mit und manchmal kommt man selber in diesem Wettbewerb in der Firma oder in der Schule sich zu messen mit den anderen. Der Wettbewerb, wer ist der Reichste, wer ist der Mächtigste und so weiter. Nun, dieser Wettbewerbsgedanke, der ist leider irgendwie durch den Sündenfall in diese Welt gekommen. Menschen führen Krieg aus Wettbewerb. Man will es dem anderen nicht gönnen, man will ihn unterdrücken, man will stärker sein, man will Stärke beweisen. Streit, Neid, Hinterhalt, Töten, Schlagen, böse Worte. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Selbst die Jünger stritten. Und um ganz genau zu sein, eigentlich die ganze Zeit, sogar bis hin nach Golgatha, sie stritten ständig. Wer ist der Größte? Nun, Jesus hat natürlich auch was dazu zu sagen, was er davon hält. Und er sagt, okay, wer von euch der Größte sein will, ist ja möglich, aber der soll sich selbst erniedrigen und der Diener der anderen sein. Er soll sich selbst erniedrigen. Nun, das klingt, wenn wir ehrlich sind, ziemlich weltfremd, oder? Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, das klingt wie von nicht von dieser Welt. Und ehrlich gesagt ist es das auch gar nicht. Jesus macht uns nämlich durch sein Leben etwas vor. Er gibt ein Beispiel. Er als der Sohn des Allerhöchsten, er als Gott selber, er kommt, um zu dienen. Er selbst hat es getan. Nicht um bedient zu werden, sagt er, sondern um zu dienen. Er gibt sein Leben. Er ist für uns dieses Vorbild. Jesus musste nicht groß sein, um groß zu sein. Nein, er kannte seine Identität. Und genau hier ist der Schlüssel, um zu verstehen, was Jesus hier meint. Genau hier ist der Punkt. Es geht nicht darum, sich selbst irgendwie aufzugeben und zu sagen, okay, ich schleiche dann irgendwie durchs Leben und versuche irgendwie völlig selbstlos immer den anderen zu sehen und immer das andere zu machen, bis ich selbst irgendwie ja zu kurz komme und irgendwo daran zugrunde gehen. Darum geht es gar nicht, sondern was der Punkt ist, zu verstehen, was meine Identität ist. Und da heraus kann ich ohne Probleme mich selbst erniedrigen, muss nicht immer der Größte, der Schnellste, der Beste sein. Und ich kann sogar eine dienende Haltung einnehmen. Dieser Punkt, sich selbst zu erhöhen. Angeber haben eigentlich ein Problem. Oder Leute, die sich sehr viel darauf einbilden, dass sie größer, reicher, schöner, schneller sind. Denn ihr Problem ist ihr Selbstwert. Sie brauchen das, um sich irgendwie stark, erhaben und ja, irgendwie vorne in der Reihe zu fühlen. Auszugleichen ihren Mangel, ja, dass sie sich ihrer Sache und ihres Egos sicher sein können. Weil sie sich ihrer Identität nicht so sicher sind. Aber als Kinder Gottes sollten wir eine sichere Identität haben, uns füllen lassen durch das Wort Gottes, füllen lassen durch die Beziehung zu Gott und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, nämlich, dass wir geliebt sind, total. Ja, Menschen lieben einander, keine Frage, aber die größte und schönste, erfüllendste Liebe ist die Liebe zu Gott. Wir sind gewollt. Weißt du, dass du gewollt bist, dass Gott dich wollte, dass er einen Plan hat, dass er dich gesehen hat, geformt hat? Du bist kein Zufall, dass wir gerecht sind als Kinder Gottes. Ja, wir machen Fehler, wir Menschen, aber das darf unseren Selbstwert und unser Selbstbild nicht zerstören, weil da ist einer, der hat alles gegeben, dass wir gerecht sein können. Wir sind reich, wir sind voller Hoffnung und Glauben, wir sind reich gemacht durch ihn. Er ist arm geworden für uns und wir haben Zugang zu all diesen Dingen des Himmels. Bis in Ewigkeit. Wir sind voll Weisheit. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade und so weiter. Wir sind Kinder Gottes. Schon mal nicht schlecht. Wenn du Kind einer reichen Familie bist, dann sagen ja die meisten, Mann, dann hast du es ja gut. Wenn das noch nette Eltern sind, eine schöne Familie, Mann, oh Mann, der hat einen Vorteil. Aber jetzt, du darfst Teil der Familie Gottes sein. Wie wunderbar ist das denn? Wir sind Kinder Gottes. Jesus hatte kein Problem damit, auf Erden ein armes Kind, armer Leute zu sein. Maria und Josef, als sie ein Opfer brachten für Jesus, heißt es, was das Opfer armer Leute, so zwei Turteltauben.
Er war Flüchtling, er war Handwerker. Das ist alles nicht so wahnsinnig wohlhabend und reich. Nein, er hatte kein Problem damit, Verlorenen zu dienen, Kranken, Sündern, Mörder, Prostituierten. Er diente, er gab. Er musste nicht ständig am Königshof sein und die besten Speisen und das beste Leben führen. Nein, das war gar nicht seine Identität, weil er wusste, wer er war. Er musste nicht angeben, er musste sich nicht aufspielen. Nein, er konnte dienen. Warum? Weil er wusste, ich bin das Kind Gottes. Ich bin der Sohn des Allerhöchsten. Ich bin Gott und ich brauche mich nicht irgendwie in diesen Wettbewerb hineinbegeben. Er hatte kein Problem, als 5000 Leute einfach weggehen. Er hat die Jünger offen gefragt und wollte auch ihr gehen. Was passiert manchmal in unserem Herz, wenn Menschen uns verlassen, wenn Menschen weggehen? Ja, das tut oft tiefe Wunden in uns aufreißen, weil wir denken, wow, jetzt ja, bin ich allein, bin ich verletzt, bin ich enttäuscht und so weiter. Nein, wir dürfen unsere Identität in der Beziehung Gottes leben. Und auch wenn Menschen uns ablehnen, auch wenn Menschen uns nicht wohlgesonnen sind, darf und dürfen wir wissen, dass wir immer noch geliebte Kinder Gottes sind. Und so ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben uns immer wieder neu füllen und bestätigen lassen von dem, was Gott in unser Herz legt, er als unser Vater. Und aus dieser Beziehung heraus, dass unser Herz gefüllt ist, in dieser Sicherheit und Identität geborgen zu sein, in der Liebe Gottes, in seiner Gerechtigkeit, in seinem Werk, in seiner Kraft, in seinem Zuspruch, in seinem Trost, aus dieser geborgenen Identität heraus dürfen wir anderen dienen. Und sollte es uns auch nicht so ein Problem sein, auch eine demütige Haltung einzunehmen, nicht immer der Erste, nicht immer der Schlauste, nicht immer der Beste zu sein, sondern zu teilen, ja sogar anderen den Vortritt zu lassen, andere über uns selbst zu erheben, weil wir die große Sache sehen, ein Teil zu sein, weil wir wissen, ich muss nicht in einem Wettbewerb stehen, sondern ich bin geliebt und ich freue mich täglich, dass mein Vater mich liebt und ich Gemeinschaft mit ihm haben darf und das sogar in Ewigkeit. So segne euch Gott, wo immer wir dann Mangel haben, dürfen wir Gott bitten, dass er diesen Mangel ausfüllt, dass wir, wie es Jesus sagt, dass wir einander dienen können und dass wir aus dieser Identität heraus unser Leben meistern. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.